Ja, Leute, willkommen zurück zur Noppenecke. Heute mal wieder mit einem Blue Brick Set. Ich habe gerade Kubi Flaute, weil nichts auf dem Markt ist. Es dauert noch ein bisschen, bis die neuen Sachen kommen, wahrscheinlich erst im Weihnachtsgeschäft. Aber hier haben wir das Landhaus von Blue Bricks, wieder den deutschen Jungs, die uns schon die Panzerstellung beschert haben und den ein oder anderen Bunker. Panzermodelle habe ich von den Jungs noch nicht. 822 Teile, 40 Euro, also preislich ein bisschen teurer als die Panzerstellung. Ja, was soll ich jetzt sagen? Es ist die Ruine eines Landhauses. Als allererstes danke dafür, dass wir sozusagen ein fertiges Set für sowas bekommen und man es nicht selber gestalten muss. Das ist natürlich, also ich finde das auf jeden Fall nett. Die Figuren sind nicht dabei und der Schwimmwagen auch nicht. Die habe ich nur dazu getan. Ja, das ist jetzt, um mal so ein bisschen den Maßstab zu zeigen. Das ist jetzt wieder das gute alte Problem des Maßstabes. Also okay, wir machen das so. Bevor ich mich wieder aufrege, wir reden erstmal über das Set, ja? So, ich zeige euch das einmal komplett und dann haben wir das, ja? So, hier, das ist der Schwimmwagen von Kobi, der kommt auf Seite. Hier habe ich ja auch noch einen Manneke positioniert, der kommt auch erstmal auf Seite. So, Manneke, komm da weg. Es kommt nicht auf irgendeiner festen 32er Platte. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ich das ganze Set bewege, weil es bricht gerne auseinander. Das muss ich jetzt schon mal direkt dazu sagen. Fangen wir mal an. Schöne Häuserfront vorne mit Fensterchen und allem drum und dran. Kann man nicht meckern, kann man nicht klagen. Ist alles schön, alles erkennbar, alles dabei. Das Haus hat auch hier immer wieder schöne Farbunterschiede drin. Sind halt auch Großteil von weißen Steinen. Der Weißwert unterscheidet sich leicht von den Steinen her. Allerdings ist das vollkommen verkraftbar. Fensterchen überall drin. Schöne Idee hier mit dem Fenstersockeln oder dem Fensterbrett. Auch eine kleine süße Tür, die man auf und zu machen kann. Hier oben noch eine Lampe drüber, damit man auch sieht, wenn man nach Hause kommt, besoffen, das Schlüsselloch findet. Jetzt fangen wir mal an zu drehen, ja? So, ich drehe das erstmal. Dann machen wir mal das Dach ab. Hier wieder dasselbe. Ein bisschen was angedatschtes. Ein bisschen, ne? Es soll ja ein bisschen kaputt darstellen. Und ein bisschen nicht mehr so frisch, ne? Da ist, sag ich mal, schon der Putz abgeblättert. Hier, das soll eine Regenrinne sein. Oder ein Blitzableiter. Ich würde es als Regenrinne interpretieren. Könnte aber auch ein Blitzableiter sein. Oder irgendein Kabel, was ins Haus geht. Das ist jetzt eurer Fantasie überlassen. Was das Set sehr schön macht, ist vom Prinzip oder von meiner Meinung nach so viele von diesen kaputten Scheiben, sag ich mal. Das sind halt immer wieder, habt ihr ganze Scheiben und dann hat man hier mit diesen transparenten Blöcken und Schrägen gearbeitet, um sozusagen den Effekt eines zerschossenen oder kaputten Fensterglases darzustellen. Das ist auch gut getroffen. Finde ich, also das hier, besonders hier hinten, wir drehen es mal weiter. Oh, ich muss aufpassen. Finde ich eigentlich alles sehr gut getroffen. Das hat einen schönen Effekt, das gefällt mir. Ihr merkt halt aber auch schon, wenn wir jetzt mal so den Blick von hinten drauf haben, da ist jetzt auch viel leer. Es soll ja auch nur eine Ruine eines Hauses sein. Also ihr könnt damit kein vollständiges Haus bauen. Maximal ein Bungalow. Also, hier ist viel Liebe zum Detail reingegangen, ne? Also hier, wenn ihr schon guckt, hier allein schon diese kleine Schräge noch dazu zu geben. Ich weiß, das ist irgend so eine komische Kappe. Die braucht ihr vom Prinzip her nicht. Die ist jetzt nur dafür da, damit das noch ein bisschen schöner, abgerundeter wirkt. Also da haben sie sich echt viel, oder der Designer hat sich da echt viel Mühe gegeben. Hier merkt ihr zum Beispiel auch schon, hier fehlt eine Scheibe. Da kann ich meinen Finger reinstecken. Also die sind auch nicht komplett mit Scheiben durchsiebt, die Fenster, weil da halt Kugeln durchsiebt haben oder so. Hahaha, Wortspiel. Ich brauche jede Folge jetzt ein Wortspiel. Aber ich finde das halt eine coole Idee. Das ist alles manchmal so ein bisschen lose, weil diese Fensterbretter
sind vom Prinzip her einfach mal 1er-Platten. Vorne nur mit einem Pin drauf. Ich mach das hier mal ab, dann könnt ihr die mal sehen. Okay. Also ihr seht schon, das ist vom Prinzip her nur so eine 1er-Platte mit so einem 1er-Pin drauf. Und die sitzt schon kriminell auf so einem anderen. Jetzt, hallo Fokus. Nein! Moment! Ah, komm her. Da ist mir die doch gerade weggeflogen. Auf jeden Fall, das sind halt so 1er-Plättchen, die aufeinander liegen. Oh Gott. Und da müsst ihr schon so ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr die wieder aufeinander drückt. Weil ihr dann auch noch die Fenster wieder... Moment, wie rum war es? Ich glaube so rum. Die sitzen da vom Prinzip her immer nur auf sowas drauf. Das ist natürlich instabil bis Jesus... Jesus Christus ist das instabil. Aber es gibt einen sehr schönen Effekt. Also den Effekt kann ich nicht verneinen. Also das hier ist nichts für Kinder. Also ich würde sagen, wenn ihr das einem Kind gebt, das fällt sofort in 1000 Teile und da haben alle Beteiligte keinen Spaß dran. Designtechnisch Hammer. Hammer, ja, keine Frage. Aber stabilitätsmäßig ist das kriminell. So. Jetzt sind wir vom Prinzip her wieder vorne. Und jetzt, da habe ich natürlich jetzt das Glück, dass ich euch ja vom Prinzip her einfach nur so umklappen kann. Jetzt muss ich zwar selber aufstehen und das ganze Set ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Aber ich kann euch ja mitnehmen in so eine Art Vogelperspektive in das Set. So, jetzt muss ich die Schraube wieder festdrehen und jetzt sind wir der Vogelnockenecke. So, das ist das Dach. Ihr seht schon, leicht angeditscht, hier und da ein paar Bretter. Ist halt ein kaputtes Dach, ne? Sieht man ganz schön. Ich will jetzt niemandem was sagen, aber ich habe das Gefühl, diese schwarze Farbe geht ab. Ich hatte beim Zusammenbau, also wieder Klemmkraft, keine Frage, bei Blue Bricks funktioniert super, das hält. Ich hatte nur bei diesen schwarzen Fliesen das Problem, dass auf einmal beim, ich war warm, ich habe geschwitzt beim Zusammenstecken von diesen, das sind halt 800 Teile, ne? Aber ihr habt hier extremst viele Einsersteine und so ein Mist drin, also sau viele Einzelsteine. Anders kriegt man vielleicht die Details nicht hin, aber ich bin wahnsinnig geworden. Auf jeden Fall, ich hatte immer mal wieder, wo ich mit diesen Platten gearbeitet habe, plötzlich schwarze Finger. Und ich weiß nicht, 100%, ich habe irgendwie das Gefühl, als würden die abfärben. Das ging zwar sofort wieder weg und so, also das konnte man auch einfach wegstreichen, aber ich hatte schwarze Finger, ich bin mir nicht sicher woher. Achso, hier ist übrigens diese illegale Dachkonstruktion, wo man übrigens auf der Anleitung nicht erkennt, wie man das denn bitte schön zusammenbauen soll. Das ist wirklich, das hängt hier auf so, ach egal, ich würde es gar nicht zeigen, es hängt hier auf so komisch. Ich zeig das jetzt. Ich krieg das jetzt gleich nicht mehr zusammen, ne? Das seid ihr schuld. Um mir Licht. Da. Das hängt so kriminell auf so zusammengesteckten. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen, aber es ist. Nein! Ach, verdammt. Auf solchen Dingern steckt das Ganze. Und auf der Anleitung wird euch nicht irgendwie gesagt, steckt das da und da zusammen und dann passt das. Nee, ihr müsst A, raten, in welchem Winkel ihr das alles bringen müsst, damit das Dach einigermaßen zusammen aussieht. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr das hier drauf kriegt, ohne dass das jedes Mal wieder auseinanderbricht. Also das hier ist die absolute Hölle gewesen. Ich lasse jetzt den einen weg. Das ist die absolute Hölle gewesen, das Dach zusammenzubauen. Illegal sollte sowas sein. So, komm mal wieder her hier. So. Also, von oben, jetzt schauen wir doch mal ins Häuslein rein. Die Details finde ich sehr schön. Ja, also wir haben hier ein Bett. Ganz cool gemacht. Schön Bettchen, passt auch. Skala-mäßig gut zusammen. Das Figürchen kann gut drauf schlafen. Das kommt mit... Oh, gehen wir wieder
tiefer. Das kommt mit einem Bett, mit einem noch einem Schreibtisch dazu oder daher. Ist auch sehr schön geregelt, muss ich sagen. Und jetzt habe ich wieder das Problem, ich kann diese Ebene nicht abheben. Also die ist fest. Also ich kann euch jetzt sozusagen nur noch diese Leiter zeigen. Und jetzt bräuchte ich schon eine Taschenlampe. Und wie ihr alle wisst, bin ich ja immer total vorbereitet und habe natürlich die Taschenlampe neben mir liegen. Wo ist meine Taschenlampe? Okay, ich bin super vorbereitet, wir machen das jetzt anders, weil ich kann es euch anders nicht zeigen. Als allererstes, ihr dürft live dabei sein, trenne ich jetzt diese Wandpartie. So, das haben wir jetzt getrennt. So, das habe ich nur gemacht, damit ich euch jetzt gleich mit hineinnehmen kann in diese Wohnung. Pass mal auf, für meine ist total crazy, crazy moves. Ich winkel die Kamera an, halte das Set schief und dann können wir hier reingucken. Leiter aus dem Weg. Also, was haben wir? Wir haben einmal eine wunderschöne Couch. Sehr viele Kleinteile, aber gut beschrieben, wie ihr sie zusammenbauen könnt. Schöne Idee, 1A. Ist auch wieder, also zum Lego-Figuren draufsetzen oder halt die Kobi-Figuren, passt das echt gut. Da können zwar jetzt nicht zwei nebeneinander sitzen, aber zumindest einer. Auf der anderen Seite haben wir noch so eine alte Kuckucksuhr oder so eine Tower-Clock. Die ist auch sehr schön geworden, muss ich sagen. Schöne Liebe zum Detail. Und was ich besonders cool fand, ist halt dieses Waschbecken hier mit den zwei Wasserhähnen. Und hier ist also wirklich so ein kleiner Hohlraum drin. Also als wäre das wirklich so ein kleines Waschbecken und hier noch so zwei Schubladen. Ich glaube, die Schubladen sind so ein fertiges Ding. Ich glaube, das haben die sich nicht selbst erfunden. Aber auf jeden Fall sehr schöne Details. Wie gesagt, sitzt auf keiner festen Bauplatte. Deswegen kann es halt dazu kommen, dass das ganze Ding auseinanderfällt. Deswegen stelle ich es normalerweise auf eine, oder ich habe es jetzt zumindest für den Transport immer auf eine 32er Bauplatte gestellt. Das hier ist das Teil, was ich gerade abgebaut habe. Das machen wir da gleich wieder dran. Es kommt noch mit so ein paar losen Mauernstücken, sage ich mal. Haben wir einmal das hier, mit so einem kleinen Tor dran. Alles schön und gut, kann man bewegen. Hier auch schön mit so verzierten, Läufen in diesem Gitter. Und was sie auch in ihrem eigenen Video dazu erwähnen, ist, dass hier ist ja sozusagen das Gitter nochmal kaputt. Und hier haben sie sich was ganz Cooles einfallen lassen, beziehungsweise der Designer, ich weiß nicht, wer es designt hat. Auf jeden Fall haben sie es sozusagen nachempfunden mit ein paar Einzelteilen. Und vom Nahen sieht das jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig gleich aus. Aber A, finde ich es gut, dass sie es, sag ich mal, nachempfunden haben. Und auf die Entfernung, muss ich sagen, geht das auf jeden Fall klar. Das finde ich schön, dass sie es so durchgezogen haben. Ja, schön. Hier nochmal dasselbe. Vom Prinzip auch nur wieder so ein Mauernstück. Also sind 822 Teile. Kommen auch noch hier so zwei Büschchen mit. Und ein Bäumchen. Ups. Bäumchen. Hier übrigens bei den Bäumen haben sie sich mal was, oder hat sich was verändert. Das ist jetzt ein dicker Stamm. Das sind einfach nur solche Vierer, Stümpfe, Kreise, die man dann, wenn man das hinkriegt, aufeinandersetzen kann. Und dann hat man einen schönen, angenehmen, kleinen Baum.
Also das finde ich auf jeden Fall schöner als die dünnen hier, diese dünnen Babybäume, die sie sonst vertreiben oder die man findet. So eine dicke Eiche finde ich dann auch schon besser. Es sind sehr, 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 sehr viele Einzelteile. Also, ihr kriegt zwar 822 Steine, ihr kriegt ein schön designtes Set, aber es sind halt auch einfach mal, das hier ist halt Ebene auf Ebene gebaut. Und das dauert halt relativ lange und B, das sind halt so viele Teile, weil also ein Zweierstein, noch ein Zweierstein, Einserstein. Hier einfach nur diese einfachen Platten, hier die Platten, Einserstein, Zweierstein, Dreierstein, Einserstein, flache Platte, Dreierplatte, Quersteine. Es sind sehr viele Einser und so weiter dabei. Also ich glaube, ihr kriegt mit, was ich meine. Das zieht ein bisschen an den Nerven und das macht das Ganze auch ehrlich gesagt ein bisschen instabil. Allerdings, wenn man halt viele Det Oh Gott. Wenn man halt viele Details drin haben will, ist da wahrscheinlich kein Weg dran führt da kein Weg dran vorbei. Jetzt erstmal das hier wieder aufsetzen. Also, das Problem ist, ich finde es toll, dass sie es machen. Ich finde es toll, dass wir sowas haben und dass man sozusagen Setteile bekommt für etwas wie diese Sets, also wie so ein zerstörtes Haus oder so eine Panzerstellung, ohne dass man irgendwelche normalen Kobi oder besser gesagt Lego-Sets auseinanderbauen muss. Daher finde ich es sehr schön, dass es das gibt. Ich bin halt nur so ein bisschen gespalten im, also mein größtes Manko ist der Maßstab und ich weiß nicht, ob wenn ich sauer sein soll. Man kann das natürlich vergrößern, man könnte sich dieses Set zweimal kaufen und dieses Haus viel größer bauen. Einfach nur damit das halt in irgendeinen Maßstab kommt, weil ich setze jetzt das Dach noch mit drauf, dann wird das ja auch noch mal ein bisschen größer. Wenn jetzt der gute alte Tiger vorbeigefahren kommt, ja? Jetzt muss ich ein bisschen drücken. So. Der ist ein bisschen groß oder die Bude ist ein Bungalow. Also, für ein zweistöckiges Landhaus ist das was klein. Der Witz ist natürlich, der ganze Maßstab ist halt so ein bisschen aus der Tür getreten, ne? Und ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich weiß es wirklich nicht, ob man das Haus größer bauen sollte. Oder ob man das nur mit kleineren Kobi-Panzern, dass das gut aussieht, weil so sieht das echt bescheiden aus. Ich meine, der Panzer ist halt größer als dieses gesamte Haus. Ich habe leider keine Bluebricks-Panzer. Vielleicht hat ja jemand von euch Bluebricks-Panzer und kann, oder hat vielleicht sogar dieses Landhaus und die Bluebricks-Panzer. Ich würde nämlich wirklich mal gerne wissen, ob das vom Maßstab her zusammenpasst. Weil das ist viel zu groß. Also der Panzer ist viel zu groß und das Haus ist viel zu klein. Es wäre halt nun wirklich mal interessant, wenn ihr beides hättet, ob es mir jetzt nur so vorkommt oder ob ich verrückt bin. Genauso wie, das könnt ihr halt nicht anheben. Das bricht sofort an allen Ecken auseinander. Das wird so langsam hier drauf geschoben von mir. Und dann könnt ihr ja schon mal so Pi mal Daumen sehen. Das ist eine 32er. Das ist eine 32er breit, lang, nennt es wie ihr es wollt. Und wenn man das jetzt natürlich auch anfangen würde, hier die anderen Teile dazu zu stellen, kriegt ihr so circa, ja, da würde ein bisschen mehr, ne? Aber das Haus ist vom Prinzip her eine 32er.
Und der Tiger 131 von Kobi ist ja auch schon eine ganze 32er Platte. Also sie tun, die geben sich im Maßstab gar nichts. Sie sind vom Prinzip her dasselbe. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Sagt doch mal, wie ihr euch fühlt. Wie fühlt sich dieses Set für euch an? Ansonsten, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Mir ist warm, ich stehe hier unterm Licht. Es ist Sommer, beziehungsweise ich habe das Gefühl, in Deutschland wird der Sommer nie wieder enden. Das ist die Noppenecke. Ich bin raus. Ciao.